Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Dark Souls 3. Und nicht wundern, dass ich hier mit einer anderen Waffe plötzlich stehe. Ich habe gerade eben schon mal eine Aufnahme gehabt, aber irgendwie ist da ja das Problem im Sound gewesen. Ich war auch schon beim Boss, bin aber verreckt. Hab die Waffe mal ausprobiert. Das bringt so jetzt nichts. Na, wenn ich einfach nur L2 wäre das bei PlayStation und LT auf dem Xbox-Controller drücke und dabei angreife, bringt es nicht sehr viel. Ich habe aber eine andere Vermutung. Dafür werde ich ja mal eben meinen Asche-Estus auffüllen, also zumindest nicht verstärken, zuweisen. Ich mach mal 6-6. Das sollte auf jeden Fall dann passen. Vielleicht lege ich auch noch den Ring an. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich lege noch den Ring an, dass ich weniger verbrauche. Und dann hatten wir nicht noch einen Untoten? Ne, hatten wir nicht. Okay, dann reise ich zur gottlosen Hauptstadt. Überlege gerade sogar, ob ich den einen Gegner mal... Ne, mache ich nicht. Müssen wir halt immer wechseln, aber... Naja, ist halt so. Drachenwappenschild, bitte. Da einmal runter da. Und wieder zum Boss. Den hier vorne müssen wir, glaube ich, machen. Sonst geht er uns zu sehr auf den Sack. Aber den zweiten, den müssen wir gar nicht killen. Da kann man einfach dran vorbeirennen. Habe ich auch beim letzten Durchgang gemerkt. So, ich stelle mal hier hin. Da kommt da schon. Sollte auch nicht auf die Flügel schießen, sondern auf ihn. Könnte ich ihn jetzt mal? Danke. Gut, dass ich noch Schild oben hatte. Ja, fall am besten noch runter. Schade. Okay. Hätte ja klappen können. Ah, okay, ich bin zu klein. Hehe. Wo ist er? Da ist er hin. Na, komm wieder hier hoch. Also manchmal ist der hier sehr schnell down. Manchmal ist er doch ein bisschen... Das letzte Mal hatte ich ihn ziemlich schnell down eigentlich. Schade. Jetzt da. Im Arsch. Okay, können wir runtergehen. Ich habe hier, ja, ich wollte gerade sagen, das letzte Mal, wo ich hierher gegangen bin, hatte ich irgendwie echt das... Uff, ja. Die, wie heißt es? Na, hm? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall das letzte Mal, wo ich hier lang gegangen bin, wurde ich öfter getroffen. So, nebenbei beim Laufen schnell das andere ausrüsten. Nein. Ich weiß gar nicht, ich hätte mal gucken können, ob der hier reinkommt. So, davon liegen unsere Seelen. Aha. Schade, hätte ja klappen können. Gehen wir mal ein bisschen weg. Na, das war blöd. Komm, komm, komm. Danke. Ja, schade. Oh, geht doch.
da habe ich nicht getroffen. Da habe ich ihn aber getroffen. Das war nix. Ah, verdammt. Nein. Dankeschön. Komm, lade ich auf. Nein. Oh. Ah, zu früh gerollt. Jetzt nochmal ein Stück rein. Komm, aufladen. Das war schon. Das ging ja schnell. Oh, ein Video sogar. Okay, ist jetzt schon Ladezeit. Also jetzt schon Ladezeit, jetzt schon das Ende, oder? Würde mich jetzt aber wundern. Ich hätte jetzt normalerweise geschätzt, wir wären noch ein bisschen weiter entfernt. Fürstenasche und Seele von Yhorm, dem Riesen. Blut wiederhergestellt. Wo sind wir? Ich will mal eben... Drachenwappenschild. Hat nicht mal Asche verbraucht, glaube ich, ne? Oder wir wurden einfach Folge. Prinz Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Becken der Gelübde. Okay. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind ganz am Anfang. Becken der Gelübde, ist das hier drin? Nee, ist es hierbei? Ja. Becken bei Statue eines enthaupteten Ritters platzieren. Statue eines enthaupteten Ritters? Stellt das Becken bei der Statue eines enthaupteten Ritters ab. Bist du das? Oh oh. Oh oh. Ich hab so eine böse Vorahnung. Ich glaube, wir werden mal ganz schnell wieder zurückreisen. Ich will nämlich gerade meine Seelen nicht riskieren. Je nachdem, was das für ein Boss ist. Wenn es ein Boss ist, sieht aber stark nach einem Boss aus. Das ist definitiv ein Boss. Ist er das? Tänzerin des Nordwindtals. Ist mir scheißegal wohin, Hauptsache weg hier. Da wollte sie gerade voll zuhauen oder... ja, doch sie, Tänzerin ist es ja. So, erstmal auf ihren Estus richtig packen. Und mir fällt gerade auch auf. Wir hatten Estus gar nicht in einer Schnellauswahl. Das heißt, das kann ja... hätte ja gar nicht funktioniert. Also ein Ascher Estus haben wir ja gar nicht da drin. Er ist doch immer noch nicht wieder da. Zuweisen. Bitte wieder alles da drauf. Danke. Dann den Ring wieder ablegen und den reinnehmen. Da können wir nichts abgeben. Genau, die Asche platzieren soweit. Und aufsteigen, natürlich, ne? Ich glaube, ich packe noch mal in Kondition was rein.
Können wir zur Not nämlich einen Ring ablegen. Ja, zwei Stück. Passt. Das wird jetzt wahrscheinlich noch nichts, oder? 74 sind wir noch? Nein. So, Harvest-Ring noch anlegen. Ende verlieren wir Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Achso, das war das. Da ist es. So, und wir können die platzieren. Wir haben der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Fürstenasche darbieten. Und dann haben wir 4 von 5 schon tatsächlich. Also sind wir doch schon relativ nah am Ende, würde ich sagen. Vielleicht noch ein paar Bosse und dann wahrscheinlich der Endboss. Ich schätze mal, der Endboss ist der da oben und der hieß auf jeden Fall irgendwie anders. Der hieß nicht wie Esther gerade. Schauen wir mal eben hier beim gottlosen Riesen vorbei. Da auch noch was Interessantes finden. Ich glaube aber nicht. Nachricht lesen? Nur ein Sturm kann das Großholz umstürzen. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Okay, oh Gott, wo waren das jetzt? Reisen. Hohe Mauer von Lothric? Wort vom Nordwindtal. Wort vom Nordwindtal, das hört sich gut an. Da müsste es sein. Mal gespannt, wie die Gegner jetzt umfallen. Die werden wahrscheinlich sehr schnell umkippen. Und mir fällt noch was ein. Wir wollten ja noch die Waffe aufwerten. Das machen wir jetzt auf jeden Fall vom Boss noch. Ey, hat sich das geändert hier? Darf ich jetzt eben nochmal runtergucken? Ich glaube, die Tageszeit hat sich irgendwie auch geändert, oder? Na, die Feuer dürfen eigentlich nicht mehr an sein. Ich bin auch gerade am überlegen, was ich mache, wenn ich es durchhabe, ob ich... Achso, da ist ein Gegner. Ob ich direkt ins New Game Plus gehe. Oder ob ich vielleicht eine kleine Pause mache und warte, bis ich selber... Ja, bis ich... Ich fange anders an. Ich wollte nach dem Let's Play, nachdem ich es durch habe, auch selber anfangen, noch eins zu schauen. Um zu gucken, ob ich noch irgendwo was vergessen habe. Und ich bin überlegen, ob ich das abwarte. Oder ob ich einfach direkt ins New Game Plus gehe. Ich denke, ich werde sogar direkt ins New Game Plus gehen. So, das bringt uns 9 mehr und 7 mehr, also insgesamt 16 Schaden mehr, plus ein bisschen bessere Skalierung nochmal. Jetzt brauche ich nur 4 Titanitbrocken. Können wir die eigentlich vielleicht schon kaufen? Nee, ne? Glaube ich nicht. Ja, ich wollte nicht mit dir reden, ich wollte kaufen. Nein, können wir nicht kaufen, okay. Okay. Dann gehen wir zu Boss. Ich wollte noch was schauen. Ich glaube, das war bei ihr. Nee. Hier war es nicht. Ah, nein, 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 nein. War es hier im Status? Nee, ne? Nö. Ja, Kiste? Nö. Okay, dann keine Ahnung, wo das war. Ich dachte, ich hätte irgendwo mal was gesehen von wegen, irgendwie wie sehr man verflucht ist oder irgendwie sowas, ne? Aber scheinbar doch nicht. Ich glaube, den Boss werden wir aber nicht schaffen innerhalb von, naja, dieser Folge, also 16 Minuten. Gehe ich mal nicht von aus, dass wir es hinkriegen. Aber wir schauen uns auf jeden Fall schon mal an. Ja, komm her. Och, sei doch nicht so lahmarschig. So, der erste Down. Zwei ist down und du bist auch down. Die gehen jetzt natürlich sehr, sehr schnell. Die bringen auch kaum Seelen. Ja, da oben wird es wahrscheinlich auch schnell gehen, der Ritter. Ja. Und wie viel bringt er nochmal an Seelen? 220, also gar nichts. Oh, das war blöd gerollt. So. War es das für den auch? Ist eigentlich der Rote wieder da? Mit den roten Augen oder ist er nur einmal da? Der ist wieder da. Okay. Den haben wir ja, glaube ich, schon gekillt, ne? Wenn nicht, schreibt es mir mal.
Gut, Boss anschauen. Tänzerin des Nordwindtals. Sieht auf jeden Fall schon mal böse aus, irgendwie. Na, bis jetzt macht sie nicht viel. Okay. Sowas mag ich ja schon mal gar nicht. Aua. Trinken, wenn du genauso billig bist wie der Riese eben, dann wird es aber in dieser Folge zwei Bosse geben, die down sind. Dann muss ich gucken, wie ich die Folge nenne. Okay. Okay. Sie wird härter. Ein Stück rein. Okay. Aber bisher alles gut. Nein. Nein, 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 nein. So eine Scheiße fangen wir jetzt gar nicht an. Verdammt, nein, nein, nein. Na, da hätte ich eigentlich gar nicht zweimal trinken sollen. Au. Oh, nein, 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 das war ganz böse. Okay. Aber geht, geht. Ist am Ende ein bisschen... Ne, Phase 2 ist ein bisschen tricky, aber es geht. Gut. Überleg auch, ob ich eine Glut nehme. Könnte ich theoretisch machen. Sollte nicht das Problem sein. Na, okay, das war zu schnell von mir. Na komm. Danke. Nix gibt's. Standardbolzen, ja, nehme ich 96 Seelen. Das heißt, die bringen 31 jeder. Also gar nichts. Ne? Können sich auch schenken eigentlich. Auch hier die 220 Seelen. Ey, 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 ey. So haben wir ja aber nicht gewettet, mein Freund. Na. Der will mich jetzt richtig verarschen, kann das sein? Na, geht doch. Dankeschön. Das war auch sein Fehler. Lothric Ritterrüstung? Haben wir die eigentlich schon? Silber Ritterrüstung? Lothric Ritterrüstung haben wir noch nicht. Aber ich glaube, ich habe auch komplett die... Ah, ne, doch nicht. Aber warum ist die schwerer? Die ist doch an sich hier gar nicht so toll, oder? Ja, gut, es geht. Wie viel wiegt denn die? 15,715. Ja, komm, wir legen sie mal an. Oh, die sieht aber schick aus. Fehlt uns jetzt, was fehlt uns vom Lothric-Set noch? Silberritter. Stulpen haben wir noch an. Also nur noch die Stulpen. Okay, rein in die Jutestube. Seelen holen. Nein, das war dumm von mir. Ja.
Was tust du? Wow! Okay, das ist neu. Ja, Schlückchen rein. Jetzt übertreibt sie gerade auch ein bisschen mehr, oder? Als eben. Ich habe auch vergessen, eine Blut zu nehmen, fällt mir ein. So. Ach, verdammt. Was mache ich hier? Ey, pack doch nicht die ganzen neuen Attacken aus. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich sehr am Arsch. Ja, wir sind total am Arsch. Ja, jetzt brauche ich auf jeden Fall mal das Schild. Ich glaube, wenn sie uns packt, verwandelt sie sich eher, kann das sein? Komm, machen wir mal die scheiß Combo. Danach kann ich ihn hier mal ganz gut treffen. Ja, so aber nicht. Ja. So, da haben wir ordentlich Damage gemacht. Okay, was wird das jetzt? Achso, jetzt kommt noch Feuer dazu. Okay. 4 ist das haben wir noch. Au. Au. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Okay, kann doch härter werden, als ich beim ersten Mal gedacht habe. Vor allem ist das Schlimme, die hat irgendwie so eine beruhigende Wirkung auf mich. Und dadurch werde ich ein bisschen langsam auch zum Teil. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass ich ziemlich langsam werde und nicht gut reagiere. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, sie ist so langsam. Ach komm. Genau, mach's wieder Freund. Mich einfach mal angreifen. So. Ich schätze, einen Versuch schaffen wir noch beim Boss. Weil ich so auf die Zeit schaue. Hallo. Hm, ein Backstep reicht sogar. Gut. Komm, drop me. Ach komm. Let's me drop. Ach, die Stulpen droppen sollen. Du jetzt aber, komm, bitte. Nee, schade, leider nicht. Hätte ja klappen können. Jetzt die Frage, nehmen wir jetzt die Glut, weil unsere Seelen liegen natürlich da. Relativ. Ach, wisst ihr was? Wir haben 35 Glut drauf geschissen. So. Ich habe das Gefühl, die Seelen liegen jetzt immer öfter mal da, wo wir gar nicht gestorben sind. Das war irgendwo da in der Nähe nur. Na komm. Nix gibt's. Du packst mich nicht. Nee, hast dir gedacht, ne? Nein! Das war ein dummer Fehler. Jetzt kommt ihr Scheiß da. Ganz viel Damage schon mal machen. Okay. Oh, nicht L2. L1 wäre eigentlich das Richtige. Verdammt. Nein. Weg, 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 weg. Ja, ich sehe hier sehr viel gerade. Thank you.
ein Stückchen weg. Ach, verdammt. So, Schluck trinken. Genau deswegen. Jetzt nochmal direkt ein. Und jetzt wieder hin. Da haben wir sie doch fast. Und da ist sie down. Ja, zwei Bosse in einer Folge, auch nicht schlecht. Siedel der Tänzerin. Und da haben wir auch ein Leuchtfeuer. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt noch weiterkommen, großartig. Setz mich erstmal ans Leuchtfeuer. 74.000 Seelen haben wir. Damit gehe ich zurück. Und werde nochmal skillen. Wieder so weit auf Kondition. Kondition. Haben wir nochmal 2 Level, haben wir es fast auf 30. Wahrscheinlich können wir immer noch nicht ablegen, oder? Ach Quatsch. 75%, ne. Das wird nichts. Wir könnten theoretisch die Fackel loswerden, ja. Aber ich glaube, das bringt nicht viel, ne? 73,6, na doch, bringt doch ein bisschen. Die wiegen eh nichts, ne? Die Bolzen, nö. Ja, können wir trotzdem rauslassen. Gut, wir reisen mal eben wieder dahin, wo wir gerade waren. Tänzerin des Nordwindtals. Dann schauen wir uns da mal noch kurz um. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Na? Becken abstellen. Können wir hier abstellen, okay. Ach, deswegen ist der geköpft. Der hat direkt Schwert davor. Gut zu wissen. Köpft sich sozusagen selber. Ich habe irgendwie befürchtet, dass der Boss direkt hier spawnt, aber scheinbar gibt es hier einen neuen Durchgang mit einer Treppe nach unten, oder? Wird doch jetzt eine Treppe, 100 pro. Oder nach oben. Ah ne, eine Leiter nach oben. Gut. Okay. Ab da hoch. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns umzugucken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links. Was gibt es hier so? Da gibt es ein Item, da unten steht einer. Ziel eines kampfmüden Kriegers. Das hört sich aber gerade nicht toll an. Könnte doch noch ein bisschen mehr werden mit den Bossen. Na, mein Freund. Ja. Aua! Tust mir weh! Jetzt tue ich dafür auch weh. Was hast du davon, du Arschloch? Na? Einen Hit braucht er nur noch. Aua! Aua, 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 aua. So. Was hast du davon? Du droppst mir sogar was. Ist ja sehr nett. Eine große Titanitscheibe, die brauche ich aber nicht. So, was haben wir hier? Du bist ein Aufzug. Der führt uns nach unten. Okay. Was ist das denn für ein Vieh da? Okay, wir kommen an. Okay, wir kommen doch weiter unten raus. Och nö, nicht schon wieder. Okay, ich will mal eben wieder hoch. Mal eben hier auf die Zwischenebene. Mal gucken, was da ist. Gut, hier werden wir nicht direkt. Garten des verzehrten Königs. Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Item. Eine Essenscherbe, schön. Und hier ist nichts Interessantes. Nee, doch, da können wir runterspringen. Und kriegen ein Item, was wir sonst wahrscheinlich auch nicht kriegen. Titanitbrocken. Sehr gut.
Irgendwie traue ich dem da unten nicht. Da unten kommen wir aber eh hin. Wenn wir... ja, den normalen Weg gehen. Deswegen reise ich erstmal zurück und beende hier die Folge. Sollte genug sein. 2 Bosse sollte passen. Deswegen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da. Das hilft mir sehr weiter. Abonnieren dürft ihr mich natürlich auch. Alles natürlich auch kostenlos. Hier steht noch eine Nachricht. Die schauen noch mal. Stellt das Becken. Alles klar, die haben wir doch schon. Ja, verwirrt. Kennt ihr von mir. Gott, bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 3.